Hey, na? Da nach 10 Jahren anscheinend super viele Leute immer noch nicht wissen, wie man Gold Mario und alle goldenen Kartteile in Mario Kart 8 Deluxe bekommt, habe ich mich dazu gezwungen gefühlt, dieses kleine Video aufzunehmen. Wir beginnen mit den einfachsten Challenges und arbeiten uns dann zu den schwereren vor. Okay, let's go. Für den goldenen Gleiter musst du lediglich 5000 Münzen einsammeln. Das bekommt nun wirklich früher oder später jeder hin. Und anstatt zu meckern, wie lange das doch dauert, sei lieber froh, dass es nicht mehr die 10.000 Münzen sind, die es noch auf der Wii U waren. Für das goldene Kart musst du in jedem Cup, ausgenommen der DLC-Strecken, in 150 CCM und im gespiegelten Modus am Ende mindestens einen Stern holen. Der gespiegelte Modus ist zwar etwas ungewohnt, die Challenge an sich aber eigentlich auch recht easy. Gut, kommen wir zu den etwas schwereren Challenges. Für die goldenen Reifen musst du im Zeitfahren wieder auf jeder Strecke gegen alle geisternden Nintendo-Mitarbeiter gewinnen. Das braucht natürlich auch wieder seine Zeit und scheint für einige eine echte Herausforderung zu sein, aber actually sind die Geister oft richtige Geckos, weil sie nicht mal die größten Abkürzungen nutzen. Wirst du also No Cap auch hinbekommen. Easy. Die einzige richtige Challenge ist eventuell Gold Mario, denn um ihn freizuschalten musst du, wer hätte es gedacht, auch wieder in jedem Cup Erster werden, diesmal allerdings in 200 CCM. Dafür musst du vermutlich dein Bremsengame etwas pushen, aber wenn sogar ich das schaffe, in jedem Cup 3 Sterne zu holen, schaffst du einen ja wohl ohne Probleme, oder? Tja, und das war's auch schon. Du musst quasi nur 4-mal das gesamte Spiel durchspielen, ein paar Münzen einsammeln und schon kannst du in voller goldener Montur mit dem strahlendsten und besten Charakter im ganzen Spiel rumdüsen, der super schlechte Werte hat.